Moin und herzlich willkommen bei Yukavu. Beziehungsweise heute ist etwas anderes. Einerseits herzlich willkommen bei Yukavu Food and More, unseren Hauptkanal, und bei Yukavu Games and Fun, weil dieses Video wird parallel auf beiden Kanälen veröffentlicht. Die Zuschauer, die den Kochkanal, also Food and More, mitverfolgen, die werden das zwar mal in einem Vlog mitbekommen haben, aber allgemein betrifft das diesen Kanal nicht so ganz, beziehungsweise bisher noch nicht. Wir versuchen das zu kompensieren. Es betrifft eigentlich mehr den Gaming-Kanal. Da war es jetzt eine Zeit lang ziemlich ruhig. Ich hatte erwähnt, aus gesundheitlichen Gründen. Und genau deswegen der Titel Wir müssen reden. Es geht nämlich diesmal um meine Gesundheit. Die große Frage ist, was ist los? Ich muss zwischendurch immer räuspern, ich muss immer husten. Das liegt nicht daran, dass ich eine Erkältung habe, sondern ich habe Lungenprobleme. Und ja, es wäre einfach, wenn es nur eine Baustelle ist. Es sind aber mal wieder mehrere Sachen, die aufeinandertreffen, wo ich das Problem habe, dass ich also nicht längere Zeit durchdrehen kann. In den Kochvideos kann ich das zum Glück meistens rausschneiden. Bei den Gaming-Videos, wo ich 20 Minuten, 30, 40 Minuten am Stück nonstop aufnehme, ist das ein bisschen schwierig. Und deswegen waren diese Videos halt, die mussten zurücktreten, die konnte ich momentan nicht weiterführen. Allerdings auf dem Kanal Games and Fun hat sich wieder ein bisschen was getan. Die Videos kommen jetzt so langsam wieder. Das hat damit zu tun, dass wir endlich wissen zu 99%, was ich habe. 1% bleibt übrig, weil es kann tatsächlich noch was anderes sein. Ja, darum geht es. Was habe ich genau? Wie einige Zuschauer mitbekommen haben, ich bin Rollstuhlfahrer. Und genau da muss ich ansetzen als erstes, weil es hat damit zu tun, was vor etlichen Jahren, über zwei Jahrzehnte, 1995, 23 Jahre jetzt, was damals passiert ist. Und zwar 1995 bin ich am Guillain-Barré-Syndrom erkrankt. Für diejenigen, die da gerne mal nachlesen möchten, ich werde euch das hier einblenden. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe nicht das normale Guillain-Barré-Syndrom damals gehabt, sondern eine Sonderform. Normalerweise geht die Lähmungserscheinung wieder weg. In meinem Fall bei dieser Sonderform ist es so, alles was nach 1 bis 2 Jahren noch da ist an Lähmungen, die bleiben konstant. Das heißt, dieser normale Verlauf des GBS, dass diese Lähmung rückgehend sind bis zur vollständigen Genesung, was eigentlich eine gute Prognose ist, wird bei mir nie stattfinden. Das heißt, ich sitze also jetzt seit 23 Jahren, ja, so ungefähr im Rollstuhl. Man könnte sagen, ich bin 45, 22 Jahre bin ich gelaufen, 23 Jahre im Rollstuhl, ich bin also jetzt länger im Rollstuhl, wie ich gelaufen bin. Rollstuhlfahren hat Nachteile auf den Körper. Am harmlosesten wahrscheinlich sind, dass sich Bänder und Sehnen in den Beinen und in den Hüften verkürzen. Das heißt, wenn man das nicht dauerhaft trainiert, wird man die Beine nie wieder richtig strecken können. Ist in meinem Fall auch jetzt nicht gerade sinnvoll, da ich nie wieder laufen werde. Also das ist eine Sache, die kann man vernachlässigen. Eine andere Sache ist, im Rollstuhl neigt man dazu, sich anzulehnen, beziehungsweise, ich muss mich mal dafür anders hinsetzen, der Oberkörper macht eine besondere Stellung, nimmt der ein, weil man den ganzen Tag den Oberkörper nicht auf Spannung haben kann. Und zwar, übertrieben gesagt, sitzt man
Soda. Ich versuche das zu kompensieren. Leider klappt das nicht dauerhaft. In der einen oder anderen Minute denkt man da nicht dran, vorzugsweise am Computer, weil da muss man nach vorne arbeiten. Was zur Folge hat im Laufe der ganz langen Jahre, dass der Oberkörper quasi eingedrückt wird. Die Lunge kann sich nicht mehr richtig entfalten. Früher war das bei mir kein Problem, da ich aktiv Didgeridoo gespielt habe. Und dadurch habe ich meine Lunge trainiert. Seit ein paar Jahren, weil meine Didgeridoos kaputt sind, spiele ich nicht mehr. Und ich konnte meine Lunge nicht weiter trainieren. Und da ist etwas passiert, woran wir so im ersten Moment nicht gedacht haben. Meine Lunge konnte sich nicht richtig entfalten und der Körper passt sich an. Im Herbst, wo das anfing mit meiner Husterei, ist mein Zwerchfell nach oben gerutscht und somit alle anderen tiefer liegenden Organe sind auch mit hochgerutscht, was zur Folge hatte, dass zum Beispiel mein Dickdarm oben auf der Leber drauf liegt und nicht mehr da, wo er eigentlich sein sollte. Was auch weiterhin zur Folge hat, dass zum Beispiel hört man zwischendurch in den Videos richtig ein Magenknurren von mir oder ein Glucksen vom Darm. Es hat einfach damit zu tun, weil die Organe so weit oben liegen, sind die ziemlich nah am Mikrofon dran, was ich ja immer hier habe. Und dementsprechend kann man das ganz gut aufnehmen. Dementsprechend, wenn ihr dieses Magenknurren hört, liegt einfach daran, ich habe Hunger. Normalerweise hört man das nicht so laut. Bei mir ist es leider so. Also Problem 1, meine Lunge entfaltet sich nicht mehr richtig. Die ganzen Organe sind hochgerutscht. Passiert nach dieser langen Zeit. Für meinen Lungenfacharzt war das jetzt auch nichts Neues. Ja, das ist die erste Sache. Kommen wir zur zweiten Sache. Wie der eine oder andere mitgekriegt hat, Bild auf Twitter, bin ich im Schlaflabor gewesen. Und das ist das zweite Problem. Und das erste und zweite ergibt ein ganz großes. Dadurch, dass ich schnarche, habe ich eine sogenannte Schlafapnoe. Das heißt, ich habe Atemaussetzer in der Nacht. Was jetzt auch nicht ganz so prickelnd ist für eine Lunge, die sich nicht ganz entfalten kann. Allerdings wirkt sich das bei mir so aus, dass durch diese Unterbrechung im Schlaf mein Körper gestresst ist und ich habe Bluthochdruck bekommen. Das ist vor ein paar Jahren festgestellt worden, hier in der Uniklinik in Lübeck. Leider war meine Schlafapnoe noch nicht so gravierend, dass man mir dringend ein Beatmungsgerät für die Nacht empfohlen hat. Man hat gesagt, man muss das ein bisschen überprüfen und wenn es schlimmer wird, dann brauche ich so ein Beatmungsgerät. Dazu müsste ich nochmal ins Schlaflabor. Das war jetzt. Den Bluthochdruck, der dadurch entstanden ist, den hat man dann versucht, medikamentös einzustellen über sogenannte ACE-Hämmer. Da habe ich allerdings eine Sorte erwischt, die massive Nebenwirkung hat. Also von dieser Nebenwirkungsliste haben wir jetzt im Nachhinein mal durchgeguckt. Die Hälfte davon habe ich an Nebenwirkungen. Herzlichen Glückwunsch. Eine Nebenwirkung davon ist massiver Hustenreiz. Allerdings, meine Lunge war ja bisher so weit trainiert. Dadurch ist das nicht aufgefallen, dass ich diese Nebenwirkung habe. Man hat zwischendurch mal gehustet, wie jeder andere auch, aber das war's auch. Jetzt kommt Problem Nummer 1 dazu. Jetzt, wo meine Lunge quasi ein bisschen zusammengefallen ist, sich nicht mehr entfalten kann, jetzt schlägt die Nebenwirkung der Medikamente durch. Und zwar so richtig. Und das ist das Problem, was ich momentan habe mit diesem massiven Husten. Ich habe erstmal diverse Sprays, um gegen den Hustenreiz entgegenzuwirken. Allerdings, wenn dieses Video raus ist, bin ich schon medikamentös umgestellt.
Weil mein Lungenfacharzt hat gesagt, sofort dieses Medikament absetzen, anderes Medikament nehmen, was für den Bluthochdruck gut ist. Das ist also dann die erste Baustelle, die wir abarbeiten können. Ein weiteres Problem ist, um den Bluthochdruck komplett wegzukriegen, um solche Nebenwirkungen von Medikamenten komplett zu vermeiden, muss ich nochmal ins Schlaflabor und kriege so eine Atemmaske. Dann kann ich hier nachts den Darth Vader spielen und davon träumen, dass ich irgendjemands Vater bin. Nein. Wir versprechen uns einfach davon, dass der Bluthochdruck wieder runtergeht, ich von den Medikamenten wegkomme. Und gegebenenfalls, die Luft wird ja mit Druck reingeblasen, dass meine Lunge dadurch ein bisschen besser entfaltet wird. Das ist soweit Baustelle 2, die wir abarbeiten. Baustelle 3, ich versuche mit diversen Übungen meine Lunge zu trainieren. Musikinstrument spielen klappt momentan nicht so ganz. Aber es gibt diverse Trainingsgeräte, um das Ein- und Ausatmen zu üben, um das Zwerchfell gucken, dass das wieder kräftiger wird, dass die Lunge sich mehr entfalten kann und. Also Baustelle 3 ist das. Als weitere Unterstützung werden wir natürlich gucken, ob es da über Krankengymnastik was gibt, dass ich da noch spezielle Sachen machen kann. Dehnungsübungen, um meinen Oberkörper wieder nach hinten zu kriegen. Das wäre dann Baustelle 4. Um zu schauen, dass ich nicht immer in diese Haltung reinfalle, vor allen Dingen am Computer. Ist natürlich blöd, wenn man einen Job am Computer hat. Oder auch YouTube macht, was er auch am Computer zu tun hat. Allerdings, das ist eine Sache, die will ich nicht aufgeben. Eine Möglichkeit in dem Fall wäre, ja, wie so eine Art Korsett, was den Oberkörper aufrichtet, damit die Lunge sich weiter entfalten kann. Baustelle 4. Und als allerletzte Möglichkeit gäbe es noch Baustelle 5, wenn das andere alles nicht hilft, dass ich eine OP mache und quasi meine Organe wieder nach unten gestopft werden, alles, und dass die nicht mehr oben sind, wo sie nicht hingehören. Und das wird dann irgendwie, weiß nicht, so wie ich es mitgekriegt habe, vernäht, dass die dann unten bleiben und dann halt das Zwerchfell so weit auftrainieren, dass das wieder dagegen ist. Sich unter das Messer zu legen im Krankenhaus ist immer mit dem Risiko verbunden. Deshalb für mich als allerletzte Notlösung. Ich hoffe natürlich, dass die ersten Sachen was bringen. Leider wird das nicht von heute auf morgen passieren, alles, sondern es wird eine gewisse Zeit brauchen. Ja, ich versuche momentan den Gaming-Kanal wieder ins Leben zu rufen. Wenn es zu viel wird, muss ich leider etwas wieder zurücktreten, weil hauptsächlich geht es uns um den Kochkanal. Wir haben jetzt auch das Problem gehabt vor der Spargelzeit. Sind wir tatsächlich mit unseren Videos, die wir vorproduzieren, normalerweise 4 bis 6 Wochen, ausgelaufen? Einfach durch meine Husterei, weil es dann wirklich nicht ging. Und sobald ich irgendwie eine leichte Grippe, leichte Erkältung habe, dann wird es ganz schlimm. Ja, da müssen wir natürlich erstmal wieder aufholen. Aber ich hoffe, dass das Ganze so nebenbei wieder läuft. Es wird also definitiv weitergehen auf beiden Kanälen. Kochkanal wie immer an erster Stelle und ja, Gaming-Kanal so wie es geht. Ich bin einfach mal gespannt, was die Zukunft bringt. Also, so wie es aussieht, werde ich erstmal in absehbarer Zeit nicht dran sterben. Vielleicht später irgendwann. Naja. Man lebt eh nicht ewig. So. Ja, das war's soweit als Zwischenstand, um euch mal zu sagen, genau wie es mir geht. Wie gesagt, das ist zu 99% so. Es kann auch einfach sein, dass die zwei Probleme, die zusammentreffen, dass das vielleicht gar nicht so ist, sondern dass irgendwas anderes dahinter steckt, was wir bisher noch nicht gefunden haben.
Ich bin weiter in Behandlung, wir werden es wahrscheinlich rausfinden. Also die Behandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Und so ist aber der momentane Stand. Ja, das war's soweit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie immer, dienstags wird es ein Rezeptvideo geben. Freitags irgendwas anderes. Die Tage dazwischen sollte eigentlich auf dem Gaming-Kanal was kommen. Meistens, sagen wir es mal so momentan. Aber es wird sich wieder ändern. Wir werden dann wieder mehr machen. In dem Sinne, lasst es euch schmecken oder habt Spaß beim Spielen. Bis dann, tschüss.